Hallo ihr Lieben, das Gericht ist super lecker. Es lässt sich auch hervorragend für größere Feiern verwenden, da man es gut im Voraus vorbereiten kann und es dann bei Bedarf nur noch in den Backofen schieben muss. Viel Spaß beim Schauen und vielen Dank für das Abonnieren. Alle Zutaten stehen auch nochmal in der Beschreibung direkt unter dem Video. Hier aber nochmal, also Champignons, Paprika edelsüß, Pfeffer und Salz. Dann brauchen wir einmal Schmand oder Creme fraiche, eine Schlagsahne, ganz viele Zwiebeln. Ich habe hier 6 Zwiebeln, 4, 5 Knoblauch, dann Käse, entweder Mozzarella oder einen, den ihr gern isst. Und ich habe hier Nackenbraten, so am ganzen Stück vom Schweinefleisch. Der Backofen heizt bereits vor auf 200 Grad. Ich habe das Fleisch geschnitten in circa 1,5 bis 2 cm dicke Scheiben. Die Champignons habe ich geschnitten, die Zwiebeln. Jetzt kommt im Schmand kommt die Sahne rein. Das reicht nicht, da mache ich noch eine Sahne dazu. Da mache ich den Käse rein. Also ich habe bewusst nicht gesagt, wie viel von was reinkommt. Muss man einfach schauen. Nach Geschmack. So, das Ganze schön umrühren. Jetzt mache ich da Pfeffer rein, edelsüße Paprika, das ein bisschen Farbe hat, und salzen. So, jetzt tue ich noch den Knoblauch klein schneiden und rein. Jetzt ist der Knoblauch drin. Schön umrühren. Jetzt probiere ich das Ganze auf Salz. Könnt noch ein bisschen mehr vertragen. Okay. Jetzt tue ich das Ganze über meine Zwiebeln und Champignons. Ordentlich umrühren. Verteile ich das Ganze über das Fleisch schön gleichmäßig. So sieht es jetzt aus. Da ist Sahne unten am Boden. Jetzt kommt es in den vorgeheizten Backofen. Der Backofen ist auf 200 Grad vorgeheizt. Ich denke, es wird circa eine Stunde jetzt brauchen. Ich sage dann noch genaues Bescheid. Super lecker, ganz, ganz lecker, köstlich.